this the way there? Yeah. Thank you. Am besten sind die Dschungelgeräusche, wie in einem Tarzan-Film. Cool. Also der Weg führt mich nach unten, hat der Chinese gesagt. Hoffentlich. Sieht aber nicht besonders vertrauenswürdig aus. Bin gespannt, aber wie ich da hoch wieder komme. Wow. Echtes Dschungel, guck dir das an. Das ist Bambus. Ein richtiger Bambus. Und da wächst irgendwas. Also man muss hier aufpassen. Die werden wir nicht essen. Ich glaube, wir bewegen uns eher schneller. Das zieht mein Schweiß irgendwie besser noch. Mein Gott. Es wird immer steiler. Ganz viele Fliegen. Wer hätte sich das gedacht? So eine schöne Aussicht und dann sowas. Wildes. Wahnsinn. Ich freue mich schon über Rückweg. Mal ein bisschen Zeit. Ich wollte nicht länger als 2 Stunden unterwegs sein jetzt heute Morgen. Mann, man hat irgendwie Bedürfnis, leise zu sprechen. Obwohl weit und breit kein Mensch ist. In der Nähe schlafen noch alle. Ziemlich lang und ziemlich steil. Das ist so was wie ein Ende. Nein, jetzt kommt Tempel vorbei. Hier laufen will ich nicht unbedingt. Ha, der Chinese hatte recht. So, jetzt laufen wir wieder. Aber davor noch ein Abstecher. Hier höre ich mehr. Wow, hier muss man sich ducken. Hier wohnt jemand. Das ist mir noch für Möbel. Dann wieder zurück zum Saufrag. Jetzt weiß ich, was es ist. Meine Mutter nannte diese Pflanze Adam. Ich wusste gar nicht, dass sie so blüht. Cool. Also ich bin über Victoria Road, ganz nach oben, berghoch, sieht man es da, gelaufen. Und dann auf Sandy Bay Road. Und jetzt bin ich auf der Küste. Und hier kann man weiterlaufen. Das ist nicht schlecht. Das ist schon am Meer entlang. Im Hintergrund sieht man die Insel. Leider ist es noch sehr, sehr, sehr foggy, also nebelig und feucht. Ich bin klatschnass. Dieser Teil ist jetzt sehr schön zu laufen. Richtige Natur. Und ich bin nicht allein, da kommt ein Jogger. Yeah! Es ist Sonntag, es ist Wochenende. Die Chinesen schlafen am meisten. Aber da kommt einer. Es ist kein Rückweg. So, noch etwa 10 Minuten, dann machen wir auf den Rückweg. So, das oben, was man sieht,
Das ist Victoria Road. Ich bin jetzt durch Sandy Bay Road nach unten gegangen, um direkt am Meer zu laufen. Und jetzt führt kein Weg vorbei, wenn ich weiterlaufen will und nicht zurück. Und das will ich noch ein bisschen. Muss ich hier hoch. Und das geht leider nicht. Schade, das wäre so gut. Ich suche mal zurück den Weg. Also ich muss jetzt hier in die gleiche Strecke wieder zurück. Und dann irgendwie hoch auf die Victoria Road. Hier kann man jetzt gut sehen, wie sie die Häuser bauen. Hochhäuser. Auf solchen Podesten. Nicht schlecht. So, ich bin jetzt wieder auf Sandy Bay Road. Ich laufe noch nicht zurück, sondern will auf die Victoria Road wieder hochkommen. Das erinnert mich an Marathon in Plitvice. Es ist sehr steil. Ich kann hier nicht laufen. Also gehe nicht angesagt. And think on the way back, because then it's easy. Have fun, bye. Jetzt sind wir wieder auf Victoria Road. Von Sandy Bay Road auf Victoria Road. Zurück. Und laufen links Richtung Hongkong.